So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir uns weiterhin um die Dundul-Aufgabe gekümmert und haben den Wölfen das Heilmittel verabreicht, da diese von den GID-Mitarbeitern verdorbenes Fleisch erhalten haben, wodurch diese doch ein bisschen aggressiver geworden sind als sonst. Und ich glaube, ich habe auch die Ursache für das wundervolle Bimmeln im Hintergrund entdeckt. Das kleine süße Julkids. Genau, das sind ja Julkids. Keine Ziege oder sowas. Nein, es ist ein Julkids. Ein Julkids nähert sich dir und stupst sich sanft an. So, als wolle es deine Aufmerksamkeit. Um den Hals hat es ein Band, an dem ein Schild hängt. Darauf steht: Begleite mich zu Frau Hulsford im Monatsstall. Gleich. Nur die Zeit wird zeigen, ob das Heilmittel Wirkung zeigt, aber solange niemand unseren pelzigen Freunden erneut Eisenhut verabreicht, denke ich, dass alles gut wird. Deine Mutter hat mir von der Quelle erzählt. Es tut mir so leid, ich bin erst seit ein paar Tagen hier, aber Dundul fühlt sich bereits wie ein Zuhause an, wenn ich daran denke, dass die GID planen, diese natürliche Schönheit platt zu machen. Es ist schrecklich, oder? Es macht mich so wütend, dass wir nichts tun können, obwohl wir das Ganze sogar gefilmt haben. Ach ja, das Video. Kann ich es mir mal anschauen? Natürlich, bitteschön. Das ist schrecklich. Du meine Güte. Moment. Go, Water. Wo habe ich das schon mal gehört? Jo, jo, jo. Lass das Wasser fließen, Alter. Doc, geht's Ihnen gut? Ach, tut mir leid. Das ist aus dieser Werbung. Habt ihr die noch nicht gehört? Das singt dieser berühmte Typ. Wie heißt er gleich? T-Rex oder so? Raptor? Cleveres Mädchen, genau der. Sein Gesicht ist in ganz New York City zu sehen. Noch mehr als sonst, meine ich, um eine neue Mineralwassermarke zu bewerben. Wenn ich Raptor wäre, würde es mir nicht gefallen, meinen guten Ruf durch eine Verbindung zu diesem Chaos zu gefährden. Wir müssen also nur dieses Video Raptor zeigen, Doc. Sie sind ein Genie. Direkt zum Wortführer gehen. Kein schlechter Plan. Du willst also Raptor für deine Sache gewinnen? Ich nenne jetzt einfach mal Raptor. Das klingt cooler. Es gibt ja nur ein kleines Problem. Einen Promis Raptor kommt man nicht heran. Er hat vermutlich eine Armee von Bodyguards und taucht nie in der Öffentlichkeit auf. Nein, ihr kommt nicht an ihn heran. Der ist unerreichbar. Ich glaube, er hält sich im Shoppingcenter von York City auf. Ach ja? So ziemlich jede Woche. Ich bin ein Ex-Raptor-Super-Fangirl. Hab die Phase aber vor langer Zeit überwunden. Hehe. Oh, ich verstehe. Na dann, zeig's ihm, ihr beiden. Das ist es, Vivian. Unsere Chance, Quelle zu retten. Am Stadtrand ist eine Haltestelle für den Bus, der uns nach York City bringt. Wir treffen uns dort. Und dich bringe ich dann zu Miss Madame Hulsworth. Keine Sorge, kleines Julkids. Aber das war vorher noch nicht da, oder? Nee, ne? Das hätte ich ja eigentlich gesehen. Der Bus müsste jeden Augenblick kommen. Na, dann werden wir mal uns ins Jorvik Shopping Center begeben. Jorvik City, wir kommen! Ja, da bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Und die Glocke ist immer noch dunkel. Es wird dunkel, die Nacht bricht herein. Der beruhigende Duft nach Lufterfrischer und schalen Corn Dogs. Ah, Shopping Center von Jorvik City. Wie habe ich dich vermisst? Es ist viel zu ruhig, oder? Ich komme überhaupt heute nicht. Warte, ich höre etwas. Gehen wir näher ran. Ich habe jetzt wirklich die Glocke im Hintergrund. Hallo! Psst, bin ich? Murmel, Jorvik City, Herr Raptor. Du bist jede Woche hier. Hallo, Jorvik City. Euer Raptor ist hier. Yo! Vielleicht war diese Sponsorenvereinbarung ein großer Fehler. Mal sehen. Hey, yo, was geht ab? Aufgepasst. Hey, yo, spür den Flow. Jabba, was? Jabba, Dido, Wasser, yo. Tröpfel, Dido, trink es, Filibo, lass das. Go, Water, fließen, yo. Hurra! Weil mit Reithelm noch. Raptor, wir lieben dich. Mach die Flaschen auf, ring das Wasser zuhauf. Es ist kein Stoff, doch gibt es euch Kraft. Wasser gibt's im Fuß. Ich erzähle euch hier keinen Stuss. Kalt wird es zu Schnee, aber man benutzt es auch im Tee. Wasser, 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 yo. Raptor, drink go, Water, yo. Ich sag's euch, es ist wirklich so. Vertraut auf Raptor immerfort. Er hält stets sein Wort.
Lass das Go-Water fließen. Yo. Oh Gott. Inne, mene, minimo. Wer will hier eine Flasche, yo? Hört ihr das? Das ist der Klang des Geldhahns, der gerade aufgedreht wird. Dieses Glockengebimmel. Warte mal. Ich guck mal kurz was. Egal. Okay. Was brauchst du, Bro? Ich hab hier Wasser, yo. Autogramm, yo. Raptor liebt seine Fans, klar. Ich habe aber trotzdem kein Autogramm. Hallo, sehr geehrter Herr Raptor. Ich war mal ihr größter Fan. Warmer? Wow, jetzt bist du dir wohl zu fein, yo. Um ehrlich zu sein, war du da ziemlich geistlos. Aber hey, ihre frühen Werke wie Hey Ho waren so volle emotionaler Tiefe, dass sie mich echt berührt haben, wissen Sie? Ah ja, du musst echt an deinen Komplimenten arbeiten. Egal, Sir, an diese emotionale Ehrlichkeit wollen wir heute appellieren. Denn das Wasser, für das Sie Werbung machen, stammt aus einer Quelle des Leids. Quelle von was? Wie? Es wäre einfacher, wenn Sie sich das Video anschauen. Zeig's Ihnen, Vivian. Ah, jetzt bin ich wieder mit dabei. Gute Kamera, yo. Viel Dogma, Respekt. Das war alles, yo. Oh. Ein Wuffelwelpe. Yo, Alter, was füttert der Kerl? Nicht cool, nicht cool. Raptor will nichts mit Wuffelwelpenvergiftern zu tun haben. Ihr habt mir die Lügen der THD gezeigt. Raptor kann nicht zulassen, dass Raptors Marke durch die in den Schmutz gezogen wird. Der Remix. Nicht jetzt, nicht jetzt. Raptors Hirn muss gerade Reime produzieren, yo. Vivian, hast du die passenden Moves zu deinen Erzählungen? Geh da raus und mach die Menge heiß, yo. Die Beats starten gleich. Knaue. Alter, was macht denn der Weihnachtsmann da vorne? Wird das so sein? No water, no water, no water. Hier ist Raptor live aus dem Shopping Center von Gothic und hat neue Rhyme im Gepäck, die ihr hören müsst. Was soll denn das? Das wurde nicht autorisiert. Ein neuer Song? Der ist nicht markterprobt. Aber wie tanzt denn? Boah, die spürt das hier richtig. Go Energy Drinks. Die lassen euch das Wasser trinken, könnte aber nicht tiefer sinken. Sie vergiften dabei Nebelfall, die haben wohl nicht gehört, den Knall. Das ist eine Katastrophe. Ja, man, überhaupt nicht marktauglich. Man versteht ihn ja fast. DGID macht die Wölfe krank mit vergiftem Futter. Dafür gebührt ihnen kein Dank. Uns erzählen sie nur Lügen, versuchen ständig uns zu betrügen. Das Wasser haben sie gestohlen, wir müssen es uns wiederholen. Sie geben uns nur für Geld das Wasser. Da wird man doch direkt zum Hasser. Frau Drake, Ihnen ist hoffentlich klar, unser Vertrag ist nicht mehr zumutbar. Ich hoffe, Ihr Anwalt ist ebenso gut wie Ihr Freestyle-Kunst, Herr Raptor. Ihr GID nimmt Verrat nicht einfach so hin. Ich möchte diesen zwei tapferen Mädchen danken, die mir die Wahrheit gezeigt haben. Ich konnte sie nicht sehen und Miss Rania hat mir die Augen geöffnet. Möchtest du den Leuten irgendetwas sagen? Vertraut auf euer Herz? Großes Vertrauen. Respekt, yo. Und dreimal hoch für Vivian. Sie hat den Yomic Glow, yo. So, und jetzt bringen wir mal ordentlich Turbo in die Bude mit Raptors dreifach mit Party ausgezeichneter Hitsingle, die schon seit 50 Wochen auf Nummer 1 steht. Yomic City. Oh Gott. Oh ne. Das hier ist alles für die fluffigen Welpen da draußen. Aber jo. Ja genau, es ist hier ein Wolf. Wer hat hier Wölfe reingelassen? Alter, wie kann man denn so tanzen? Also in der Öffentlichkeit so. Das ist doch... Nee. Weißt du was? Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Hm? Klingt, als würde diese Party noch eine Weile laufen. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist, dann können wir zusammen rausschlüpfen. Achso, ich wollte eigentlich schon mal zu meinem Lieblings-Steve... Wie heißt der Steve? Also der Typ, der da am Rande stand. Ach, das verfolgt mich jetzt wohl die ganze Zeit. Ach, deswegen glockelt das die ganze Zeit. Das sagt mir jetzt... Oh, guck mal, wie mich das hinterher rennt. Oh, das ist niedlich. Ah, die Ruhen der Frieden von Nebelfall. Schön, wieder zu Hause zu sein. Ich höre Trucks. Was geht hier vor? Trucks. Das ist ja ein normaler PKW. Transporter. Der Ivan und der Perry.
Wir beenden die Operation jetzt tatsächlich einfach so. Wir hatten doch gerade erst die Pumpe fertig aufgestellt. Die Anweisung kommt von ganz oben. Frau Dees sagt, die Zukunft von Go Water ist gefährdet. Die gesamte Operation Nebelfall wurde auf Eis gelegt. In dem Fall, was dagegen, wenn ich frühzeitig Feierabend mache? Ich habe gehört, Raptor veranstaltet eine Überraschungsshow in York City. Weißt du was? Ich bin dabei. Wenn wir uns beeilen, kommen wir vielleicht auch rechtzeitig zu Duda. Bestimmt Duda im Radio. Oh, wie das gerade hingerannt ist. Haha, sie verschwinden. Wir haben es tatsächlich geschafft. Habe ich nicht gesagt, du sollst mir vertrauen? Pfiff. Ich kann nicht pfeifen. Das kann ich wirklich nicht. Ich hab dich auch vermisst, Herr Linkre. Ich bin niemals traurig, dass ich nicht fahren kann. Selbst wenn ich ein Auto fahren könnte, warum sollte ich das tun, wenn ich ein Pferd wie Delingre reiten kann? Frau Drake. 34 ist die gute Frau, aber da die weißen Schuhe passen aber nicht zu ihrem Anzug. Pferd, du machst Scherze, oder? Naga. Oh, 26. Dezember. Zu Hause Jalaheim. Avocado-Toast. Ängste keine. Nein, ernsthaft Ängste. Kätzchen. Frau Drake. Der Forscher hat anerkannt, welche Rolle Frau Drake dabei gespielt hat, GIT von einem regionalen Energieunternehmen zu einem globalen Allesverdränger zu entwickeln und daher ihre Verantwortungsbereiche erweitert. Sie darf jetzt eine neue Lifestyle-Getränkefirma leiten, die Go Energy Drinks. Nach der PR-Katastrophe, die eintrat, als Rania und ich uns daran beteiligten, wurde die Aktion beendet. Was Frau Drake angeht, ist das Erwähnen von Go Water Wolf und der Raptor eine kündbare Strafe. Lass uns bei Mama und der Ärztin vorbeischauen. Ich will Ihnen unbedingt die guten Neuigkeiten, die guten Nachrichten überbringen. Ach, halt schon mal vor. Okay, dann werde ich... Ich denke mal, damit haben wir eigentlich schon Dundo jetzt eigentlich abgeschlossen, oder? Ein theoretisch, würde ich mal behaupten, dass es so ist. Eines Tages vielleicht. Vielleicht kriege ich da auch mein eigenes kleines süßes... Tiekchen, Julkids. Kann das eigentlich auch springen? Ah ne, es rennt einfach durch. Okay. Hätte es sein können. Na, wenn das nicht meine sture, waghalsige und gefährlich neugierige Tochter ist. Rania, keine Mutter war je so stolz auf ihre Tochter, wie ich es jetzt bin. Mama, willkommen zu Hause, meine kleine Shitmaid. Was ist mit meiner Mutter? Ist sie nicht auch stolz auf mich? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen traurig, dass unser Abenteuer bald ein Ende hat. Na, es kommt bestimmt was Neues. Ich habe das Gefühl, dass wir beide bald noch mehr Abenteuer erleben werden. Was denkst du, Vivian? Wirst du mir vertrauen, wenn ich dich wieder bitte, ins Feuer zu springen? Es wird viel Arbeit machen, Dundo wieder ins Lot zu bringen, nach all dem Chaos, das Shadrach Skoll angerichtet hat. Was das angeht, ich habe ein paar Nachforschungen angestellt und es ist noch nicht zu spät, eine Kandidatur für die nächste Wahl einzureichen. Stadträtin Sigri können klingt doch gut. Finden Sie nicht? Ich? Stadträtin? Ihr Rangers sind Bootsbauer, keine Anführer. Die Stadtlegende sagte etwas anderes, ebenfalls die Taten ihrer Tochter. Mach es, Mama. Das wird die erste Wahl, bei der ich meine Stimme abgeben kann. Es würde mich so stolz machen, für dich zu stimmen und das nicht nur, weil wir eine Familie sind. Ich denke darüber nach, Rania. Und was mit Ihnen, Dr. Ivan? Überlegen Sie noch, hier zu bleiben? Nun ja, die Stadt braucht einen Tierarzt. Ich habe mit diesen netten Jorvik Rangers gesprochen und sie haben erwähnt, dass sie auch Hilfe bei verletzten Wildtieren gebrauchen könnten. Dann bleibst du. Jetzt nur noch du, Vivian. Wie lautet dein Plan? Mama, hör auf. Sie ist doch nur auf der Durchreise. Stimmt's, Vivian? Du nix. Danke für alles, was du für uns getan hast. Es ist nicht viel, aber ich möchte, dass du das nimmst, um dich an unser Abenteuer zu erinnern. Du meldest dich doch mal wieder, oder? Schon okay, ich vertraue dir. Freigeschaltet Transport. Yay. So. Hatten wir doch schon. So, dank Dr. Iming konnten wir die Wölfe von Nebelfall vor der Vergiftung durch die GID-Typen retten. Das Leben Nebelfall normalisiert sich danach wieder und die Ärztin erkannte, dass sie an diesem Ort leben wollte. Und vielleicht hatte sie auch den Menschen gefunden, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte.
Wir gönnen ihr alles Glück der Welt und für Dundu sind es hervorragende Neuigkeiten. Jede Stadt hat eine so leidenschaftliche Tierärztin wie Dr. Irene verdient. Achso, hat die wohl jemanden gefunden hier? So, Ranias Verdacht hat sich bewahrheitet. Die angebliche Gesundheitskrise in dem Fall war eigentlich eine Intrige von GID, um Zugang zu den berühmten Quellwassern dieses Gebiets zu erhalten. Gemeinsam sammelten wir Beweise für die Verbrechen von GID und präsentierten sie der Welt bei einem Raptor-Konzert in Jorvik City. Es war unglaublich. Rani hat mir gezeigt, dass man kein Survivor sein muss, um heldenhaft zu handeln. Achso, ich muss jetzt... Oh Gott! Oh Gott! Oh... Wir machen erstmal dich Ziegelchen, ne? Und dann werden wir wieder nach Dundul zurückkehren. Und dann werden wir hier alles machen. Ich muss wirklich mich langsam mal sowas von dran gewöhnen, wirklich jedes Gebiet einzeln abzuklappern. Es macht keinen Sinn, wenn ich immer mal Silverclay, dann ein bisschen Moorland. Ich weiß, ich hatte vor 2 Folgen gesagt, dass ich ja... dass wir nach Dundul, nach Moorland reisen und dort die ganzen Aufgaben abarbeiten können. Aber wenn wir schon einmal in Dundul sind, dann will ich Dundul komplett fertig machen, weil sonst kriege ich hier die komplette Existenzkrise. Wenn ich mir jedes Mal was Neues hier auf den Hals hetze. Außerdem ist es auch für euch dann, denke ich mal, besser, der Story zu folgen. So, aber zuerst. Was ist das eigentlich überhaupt mit Links? Kommt da jetzt eigentlich noch mal was? So. Jetzt kümmere ich mich endlich um dich. Nach so langer Zeit, Nester. Es ist eigentlich auch ein jorvisches Warmblut. Ich frage für einen Freund. Will ich es auch nicht dorthin gehen und dann einfach die so anklicken, weil es wäre dann zu auffällig. Das wollen wir ja nicht. Was ist eigentlich die Ziege? Also das Jarl-Kit. Oh, die hat eine Eule. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will auch eine Eule haben. Ich will eine Eule haben. Ich will unbedingt eine Eule haben. Winterliche Grüße. Na, sieh mal an, wir Venonizer schauen bei mir vorbei. Wie ich sehe, hat mein kleiner Helfer euch gefunden. Und das gerade rechtzeitig für die Festivitäten. Ich wollte doch Dundul weitermachen. Dies ist die magischste Zeit des Jahres. Zusammen mit meinen kleinen Julbücken hier versuche ich den Leuten zu vermitteln, wie auf Jorvik der Winter gefeiert wird, seit ich denken kann. Ich freue mich so, dass du bei den Feierlichkeiten mitmachen willst. Du doch immer so beschäftigt bist. Ich bin immer noch beschäftigt. Wollen du, Nights, da vielleicht ein Stück Jorberg kuchen? Ach nein, der muss warten. Ich möchte dir zuerst etwas über die Tradition auf dieser so ganz eigenen Insel erzählen. Ja, komm. Wie feierst du denn eigentlich die kalte Jahreszeit? Oh, ich zieh mich warm an und reite aus. Oh, du bist wirklich abenteuerfreudig. Ich werde Nightstar, gefällt das auch, habe ich recht, mein Schatz. Ich sehe es in deinen Augen. Ja, ihr beide seid ein tolles Paar. Jetzt weiß ich, wie du den Winter begehst. Lass mich dir jetzt erzählen, welche Wintertraditionen es auf Jorvik gibt. Zunächst basteln wir Julböcke aus den letzten Strohhalmen des Herbstes. Sie symbolisieren unsere Hoffnung auf reiche Ernte im nächsten Jahr. Und wenn ein Hauch Magie im Spiel ist, werden die Julböcke lebendig, so wie dieses Kitzlein hier. Aber es gibt noch viel mehr. Meine Bienen schlummern zwar bis zum Frühling, aber es gibt auf Jorvik im Winter so einiges anderes zu genießen und zu entdecken. Die Bewohner Jorviks glauben, dass das Geben und Teilen zur kalten Jahreszeit dazugehört. Im Winter fühlen wir uns unseren Freunden und unserer Familie auch am nächsten. Es ist Tradition, eine Kerze anzuzünden als Symbol für unsere Wünsche für das kommende Jahr. Wir sitzen um Lagerfeuer oder in den Ställen zusammen und erzählen uns uralte Geschichten. Aber nicht nur die Menschen feiern den Winter. Die Tiere Jorviks kommen zu dieser Jahreszeit auch zusammen, um sich zu wärmen, und manche nehmen sogar an unsere Winterfestivitäten teil. Aber das Wichtigste ist der Himmel. Sieh mal hoch! Weil Jorvik so nah am Polarkreis liegt, ist der Himmel über uns mit dem wunderschönen Nordlicht gesegnet. Da, wo das Nordlicht erscheint, versammeln sich die Bewohner Jorviks. Oh, mir scheint, das ist irgendwas im Stall los. Magst du nachsehen gehen? Vivien, geh und nimm an der Festivität teil. Komm danach zu mir zurück.
Geh doch mal nachsehen, was da in den Ställen los ist. Das Kleine hier zeigt dir den Weg. Und Vivien, denk dran, wenn du dich mal verirrt hast, folg einfach dem Nordlicht. Es führt dich in die richtige Richtung. Und jetzt, husch, husch, du willst doch die Festivitäten nicht verpassen. Komm wieder zu mir, wenn du fertig bist. Na gut, wir machen jetzt die Festivitäten, weil das ist ja ein Winterdorf und... Oder gehört ja mit zum Winterdorf und alles drum und dran. Da werden wir das natürlich machen, bevor... Ja, das vorbei ist. Und genau, dann machen wir das. Und dann... Als nächstes machen wir Dundul. Obwohl, vielleicht sollte ich gar nicht sagen, was wir als nächstes machen, weil ich sowieso nicht einhalten werde. Was ist denn das für ein Pferd? Ach, Norwich ist fort. Das ist schön. Das ist ein schönes Pferd. Und die hat einen Pinguin. Oh mein Gott, ich raste hier aus. Ich will auch ein Pinguin. Wo kriege ich die Pinguine her? Oh Gott. Willkommen, Vivien. Ich freue mich, dass du dabei bist. Such dir doch ein Plätzchen im Stall. Justin will uns gerade eine Geschichte erzählen, aber Justin ist doch verschwunden. Justin ist doch hier weg. Weg. Der ist auf Frachtschiff und so. Habt ihr meinen Pferdeherde eine Weile beobachtet? Wir sehen, wie sie ihren Tag gemeinsam verleben und einander helfen. Das ist eine tolle Erfahrung. Neulich habe ich eine Herdenstute mit einer Gruppe Fohlen in den vergessenen Feldern gesehen. Eine der Stuten war älter und langsamer als die anderen, aber man konnte ihr an den Augen ablesen, dass sie auch sehr erfahren war. Die Herde überquerte den Fluss an einer Stelle, an der er komplett zugefroren war. Hinüberzukommen war für die jungen Stuten kein Problem, aber für die Fohlen und die ältere Stute war es gefährlich. Doch die Herde war darauf vorbereitet. Das stärkste Pferd ging als erstes über den Fluss, blieb aber direkt vor dem Ufer auf dem Eis stehen. Dann folgte das nächste Pferd und stopfte hinter dem ersten. Und so bilden sie eine Kette über die gesamte Flussbreite. Bricht das dann nicht ein? Jetzt konnte das älteste Pferd den Fluss überqueren mit seiner Herde als Stütze an seiner Seite. Und die Fohlen konnten auch hinüberlaufen, ohne Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. Die Herde hat ihre Mitglieder unterstützt und so kamen alle unbeschadet über den Fluss. Das war ein wundervoller Anblick. Ich musste dabei an die Pferde denken, die frei auf Südhof leben. Welche Moral ziehst du aus der Geschichte, Vivien? Gemeinsam ist man stärker? Hilft denen, die Hilfe brauchen? Das stimmt. Wir sollten niemals jemanden alleine lassen, nur weil ihm die Vorteile fehlen, die wir haben. Bei dieser Art Fragen gibt es keine falsche Antwort. Was immer wir persönlich aus der Geschichte mitnehmen, passt. Ach, hier ist nice da. Ach, das ist... sind die anderen. Mhm. Ach, hier ist noch das Miezekätzchen. Ach, das mit den Nordlichtern sieht halt schon extrem schön aus. Ich hoffe, die Festivitäten haben dir Freude bereitet. Jetzt, wo du an den Winterfestivitäten teilgenommen hast, möchte ich dir das hier geben. Ein Wintergrußzeichen. Wir verteilen diese Zeichen während der Winterfestivitäten. Je mehr du an den Winterfestivitäten auf Jorvik teilnimmst, desto mehr Wintergrüße wirst du bekommen. Wenn du von den Winterfestivitäten nicht genug bekommen kannst, gibt es noch einen Ort voller Winterfreude zu erkunden. Wir nennen ihn das Winterdorf. Da war ich ja schon. Um hinzukommen, finde den Schlitten und sprich mit den Kaprans. Sie werden dir helfen. Ich wünschte, ich könnte mitkommen, aber meine Knie sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich bleibe lieber hier bei meinem schlafenden Bienen. Kleines Julkis, bringst du Vivien zum Schlitten? Das Julkis lässt es aufgeregt ein zustimmendes Blöcken ertönen. Ach, das ist komplett aus Stroh. Ah, ich dachte, das wäre so dann richtig lebendig, halt nur mit einer Fellfarbe von diesem gold-gelb-braunen Dingens. Ach, da ist der Schlitten. Sicher hat dich Frau Hulsworth hergeschickt. Danke, kleines Julkis. Ab hier übernehme ich. Richte du der guten alte Frau Hulsworth meine besten Grüße aus. Mehehe. Das Julkis verabschiedet sich wückelnd und läuft davon. Bist du bereit für eine Reise in das Winterdorf? Das ist so ein wundervoller Ort, an dem der Geist des Winters allgegenwärtig ist. Nun, bist du bereit, in das Winterdorf zu reisen? Dann lass uns aufbrechen. Jorvik ist zu warm für meinen Geschmack. Na gut.
bin ich jetzt mal gespannt, ob da jetzt doch neue Aufgaben auf uns warten. Ah, so kalt, so frisch. Ach, willkommen im Winterdorf. Wir hoffen, du wirst dich bestens amüsieren. Das Winterdorf ist ein magischer Ort, an dem du den Geist der Winterfestivitäten so richtig genießen kannst. Es gibt hier jede Menge zu tun. Rennen, Shops, festliche Aktivitäten und noch mehr erwarten dich. Vergiss nicht, nach den Geschenken unter der Fichte zu sehen. Du findest dort an jedem Tag der Winterfeierlichkeiten ein Geschenk für dich. Oh! Wo ist die Fichte? Und jetzt pack dich warm ein und genieße deine Zeit im Winterdorf. Wo ist die Fichte? Fichte. Ich will mein Geschenk haben. Ich bin Geschenk. Wo ist die Fichte? Ist das? Nein, es ist keine Fichte. Wo ist das Geschenk? Ich will ein Geschenk haben. Ich glaube, das ist die Fichte, ne? Sehen so Fichten aus? Ich weiß es gar nicht. So. Was habe ich? Oh. Ach, die drei habe ich vergessen. Ah. Gut. Ich will einen Pinguin haben. Kann ich hier? Was ist denn das? Ich will aber so einen richtigen Pinguin haben. Bitte. Bitte. Möge das Nordlicht strahlend hell erscheinen. Möchtest du etwas über die Wintergrußzeichen lernen? Ja. Du erhältst Wintergrußzeichen, wenn du an Winteraktivitäten auf Jorvik teilnimmst. Folge dem Nordlicht, um eine Winterfestivität zu finden. Du kannst auch hier im Winterdorf an Winteraktivitäten teilnehmen und Wintergrußzeichen bekommen. Tausche sie dann gegen Belohnungen ein. Viel Spaß im Winterdorf. Okay. Wie kriege ich jetzt meinen Pinguin her? Hm. Na gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Das Winterdorf sind wir ein bisschen schlauer geworden. Und reisen jetzt zurück nach Bündel. Ja, ich will zurück nach Jorvik. So, aber ich werde erst in der nächsten Folge mich wieder nach Dundul begeben, um dort ja zu schauen, wer da noch wundervolle Aufgaben für mich hat. Vielleicht sind die auch relativ schnell erledigt und dann können wir nach Moland gehen und da ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oh, gut, beim Winterdorf sind wir ein bisschen weitergekommen, auch bei den Winterfestivitäten. Aber ja, und ich muss mal schauen, wie ich so einen niedlichen Pinguin bekomme. Weil ich finde ihn absolut niedlich. Oder vielleicht so eine Eule. Mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr in der nächsten Folge von Star Saber Online mit dabei sein werdet, wenn wir uns wieder nach Dundul begeben und dort wieder ein bisschen Ordnung reinbringen.